Heute schalten wir das öffentlich-rechtliche Fernsehen ein und haben ein Déjà-vu-Erlebnis. Sudelede heißt heute Georg Restle vom Westdeutschen Rundfunk. Und der neue Sudel-Georg hetzt auch wieder gegen die Gegner des Sozialismus. Meine Damen und Herren, man möchte fast fragen, schlafen Sie noch oder überreißen Sie es schon? Die Kontrolle der Informationskanäle ist die alles dominierende Waffe im Kampf um den gesellschaftlichen Umbau. Denn die Medien sind es, die aus Schwarz-Weiß machen können. Sie können aus einem Ermordeten in Chemnitz Hetzjagden auf Ausländer machen. Sie können selbst aus Analphabeten eine Fachkraft, aus Wirtschaftsmigranten Flüchtlinge und aus Terroristen Aktivisten machen. Jetzt muss man allerdings erst einmal diejenigen loswerden, die all diese schönen sozialistischen Pläne durchkreuzen wollen. Und so kommt es auch, dass die, für die das Grundgesetz die Bibel ist, diejenigen, die nach jeder Veranstaltung voller Inbrunst die Nationalhymne singen, beobachtet werden sollen. Initiiert ausgerechnet und gerade von denen, deren Rechtsbrüche in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland beispiellos sind. Initiiert von denen, die auf Demonstrationen Deutschland verrecke brüllen. Und von denen, die die Symbole der Antifa tragen, wenn sie im Deutschen Bundestag ans Rednerpult gehen. Darüber sollten Sie vielleicht alle einmal nachdenken. Nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik war die Vereinnahmung der öffentlich-rechtlichen Medien durch den kranken Geist der 68er so offensichtlich und so greifbar wie heute. Und die Verantwortlichen für die politisch korrekte Programmgestaltung, die saugen sich mit einer Selbstbedienungsmentalität, die ihresgleichen sucht, am Tropf der Rundfunkzwangsgebühren voll und zahlen sich Gehälter, meine Damen und Herren, die nun wirklich niemand mehr nachvollziehen kann. Wer die ZDF-Nachrichten bevorzugt, dem präsentiert man eine Kundin im Biomarkt, die es völlig richtig findet, dass Hirseprodukte ausgelistet, also boykottiert werden, weil der Hersteller das falsche Parteibuch hat. Kauft nicht bei AfD-Lern. Hatten wir so ähnlich doch auch schon mal, oder? Wie sich später herausstellt, ist die Kundin rein zufällig Frau Monika Lazar. Wo sitzt sie denn hier? Frau Monika Lazar, Mitglied des Deutschen Bundestages für Bündnis 90 Die Grünen. Na sowas. Wenn es den Begriff Fake News nicht schon gäbe, dann müsste er genau für diese Art von Berichterstattung neu erfunden werden, meine Damen und Herren. Und all das hat in der Tat nicht nur etwas mit Fehlentwicklungen zu tun, sondern es hat etwas mit Fehlbesetzungen zu tun. Mit Fehlbesetzungen bei den Intendanten und in den Kontrollgremien. Und ich verspreche Ihnen, wir werden das mittelfristig auf allen Ebenen ändern. Denn wir sind es leid. Und Millionen von Zuschauern da draußen an den Bildschirmen, die sind es auch leid. Ja, da schalten wir dann doch lieber mal zu einer der vier großen Talksendungen im Abendprogramm. Oh, schon wieder Robert Habeck. Mehr als viermal so viele Auftritte wie alle Politiker der größten Oppositionspartei zusammen. Das ist dann wohl die konsequente Umsetzung der Forderung von Herrn Restle, einer Partei, die nicht links genug ist, keinen Raum, keine Bühne und keine Stimme zu geben. Wenn wir erst in Regierungsverantwortung sein werden, dann werden wir aussteigen aus diesem Rundfunkstaatsvertrag und wir werden die GEZ-Gebühren ebenfalls abschaffen. Die Zeit des linken Haltungsjournalismus wird an genau diesem Tag zu Ende gehen, genau wie die Zeit, in der die Menschen in diesem Land sich nicht mehr trauen, das zu sagen, was sie eigentlich denken.